Guten Morgen. Wir machen heute eine Wanderung in der Nähe von unserer Ferienwohnung, die ja in St. Oswald liegt, wie ihr schon wisst. Und wir starten hier in der Dorfschaft Siebenellen und wollen hier in einem großen Moorgebiet langlaufen. Und die ganze Wegstrecke, die hat eine Gesamtlänge von 11,5 Kilometern und es geht 180 Meter rauf und runter. Wird wohl nicht ganz so schwer sein. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was wir da heute alles so erleben, dann kommt einfach mit. Ja, und hier sind wir jetzt an so einer schönen natürlichen Kneippanlage. Sieht richtig schick hier aus. Hier kann man auch in so eine Hütte reingehen, aber die ist jetzt verschlossen. Mal gucken, ob man hier reinfüllen kann. Hat einen Ofen drin. Oh, das stelle ich mir sehr gemütlich hier vor. Ja, anscheinend waren hier schon ein paar Leute. Ja, ordentlich. Ach ja, was wir noch vergessen haben zu sagen, der Weg, auf dem wir uns hier befinden, das ist der sogenannte Kreuzotterweg. Das ist dieses Symbol da unten. Das passt ja auch da ganz gut dazu, weil es durch ein Moorgebiet geht. Und oben das Zeichen ist ein Zugangsweg zum Goldsteig. Super. Und dann kann man nicht meckern. Die Beschilderung ist hier erstmal bis jetzt 1A. Blaubeeren. Schmecken. Und hier in der Nähe gibt es die sogenannten Wolfsgruben. So hat man früher mal Wölfe gefangen. Da hat man hier Löcher gegraben und dann sind die Wölfe da reingelaufen und dann konnte man die hier fangen. Und das ist heute davon übrig geblieben. So, und hier wird nun erklärt, was es mit diesen Wolfsgruben auf sich hat. Das waren so 3 bis 4 Meter tiefe Erdlöcher. Und da hat man so eine Vorrichtung gemacht, irgendwie mit so einem Deckel. Und dann hat man da in der Mitte auf den Deckel da so eine Ente raufgesetzt. Und wenn der Wolf dann kam, der hat dann die Ente da schreien gehört und dann hat er sich angeschlichen. Und hat natürlich nicht erahnt, dass da drunter eine Fanggrube ist. Und dann ist er dann zum Sprung auf und wollte auf die Ente springen. Und tja, und zack, drin war er in der Grube. Und der Deckel hat sich wieder so hingestellt, dass dann also der nächste Wolf dann auch wieder kommen konnte. Und so konnten die dann mehrere Wölfe in diesen Löchern fangen. Thank you.
ist ja schön jetzt. Jetzt geht der Weg hier lang. Hier fließt ein ganz kleiner Bach hier durch. Und hier ist so eine Wetterschutzhütte am Goldwaschplatz. Hier hat man früher mal Gold gefunden. Ja, schade. Gold haben wir hier nicht gefunden. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hallihallo. Hallihallo. Hier war mal ein Biber aktiv.
sehen wir den Triftkanal. Hier fließt die Ohe lang. Und diesen Triftkanal, den hat man mal im 19. Jahrhundert gebaut, um hier Holz drauf zu transportieren. Das wurde benötigt für die Glasöfen. Da brauchte man unwahrscheinlich viel Brennholz. Und die Ohe war dafür nicht geeignet, weil die viel zu kurvenreich war. Und deswegen hat man hier diesen Gradlinienkanal gebaut. Pferde sind immer neugierig. Ja. Wir haben aber nichts zu fressen. Nee, leider nicht. Ja, hier ist ein Löwenzahn, aber. Na, das aber nicht. Na gut. Tschüss, Pferdchen. Jetzt hier deutlich schneller unterwegs als die Schnecke vorhin. Also hier haben wir ja mal eine komische Pflanze entdeckt. Da wachsen so eine komischen runden Dinger hier dran. Noch nie gesehen. Ist einfach ein Traum. Wir überlegen schon, ob das hier vorne von dem Biber ist, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Zickzack-Parcours hier, wa? Ja.
radeln können. Das ist so eine Kamera, die dient jetzt zur Beobachtung der Luchse. Wenn die hier so vorbeikommen nachts, dann werden die hier mit Blitzlicht fotografiert. Das ist hier so eine Forschungsstation. Schau mal, hier gibt es auch Dinosaurier. Sind die versteinert oder nur verholzt? Aha, der ist hier ausgestorben. Das ist hier richtig wie im Urwald, ne? Ja, das stimmt. Alles liegt kreuz und quer, weil der Weg ist schön geräumt. Viele Wurzeln, man kommt da gar nicht so schnell voran, aber einfach schön. Die große Ohe. Da hinten ist eine schöne Bank. Da machen wir jetzt eine Rast. Das ist ein kleiner Ameisenhaufen. Und jetzt zeigen wir euch mal einen Baumpilz allererster Klasse hier. Gleich kommt er. Boah. Das ist ein schöner Hoshi. Sehen. So mit Tautropfen dran. Ja.
Boah, also das war jetzt ein richtiger langer Starkregen. Wir hatten riesen Glück, dass wir uns da unter dieser Zeltplane unterstellen konnten. Also kaum hatten wir diese Plane erwischt, da kam das plötzlich richtig runter. Ich muss mal aufpassen, wo ich hier hintrete. Und wir haben da eine halbe Stunde gestanden. Voll der Starkregen. Das hörte und hörte nicht auf. Und dann haben wir noch ein paar Wanderer getroffen, die wir auch schon unterwegs gesehen haben. Ja, und die hatten Pech gehabt. Die waren also nass wie ein Pudel. Und jetzt kämpfen wir uns hier durch diesen Matschepampeweg. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt nicht nochmal Regen runterkommt. Und wie lange haben wir jetzt noch vor uns? Eine Stunde. Ja. Mindestens. Na, jetzt werden wir vielleicht nicht so viel filmen. Jetzt versuchen wir mal Strecke zu machen und aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwo noch blöd wegrutschen. Also dann melden wir uns später. So, jetzt müssten wir diese Stufen hier noch runtersteigen. War ganz schön glitschig. Haben wir aber ganz gut hingekriegt. Also eigentlich regnet es nicht mehr, aber wir müssen den Schirm trotzdem jetzt aufhalten, weil natürlich die ganzen Tropfen jetzt hier von den Bäumen runterkommen. Na, vor einer Stunde sah der Weg hier aber schöner aus, wa? Genau. Gasse. Nicht, was wir haben. Wir haben noch schön Wetter. Ringsrum blauer Himmel. Ach nee. Doch. Blauer Himmel. Wir sind bald beim Auto. Ist nicht mehr lange. Ist nur noch ein kurzes Stück hier auf dem Asphalt. Die Natur erdampft. Und zum Abschluss sehen wir hier noch einen ganz blassen Regenbogen. So, jetzt sind wir wieder zurück an unserer Wandertafel, wo wir heute früh gestartet sind. Hier unten? Ja, da sind wir jetzt auch wieder. Wir haben die ganze Runde gemacht. Na, hier rum und dann da oben lang. Und da oben, wo das Parkplatzschild steht, da war dann der Starkregen in Guglöd. Da hat es dann eine halbe Stunde gegossen ohne Ende. Aber wie? Und dann sind wir hier wieder runter und jetzt stehen wir hier wieder am Ausgangspunkt. Also insgesamt war das eine sehr, sehr schöne Wanderung, trotz dieses Regens. Hat uns sehr gut gefallen. So, jetzt sind wir wieder zurück und
sind froh, dass wir nicht nass geworden sind.